Mein Name ist Franz Küpper, ich bin Pressesprecher der Polizei in Euskirchen. Wir befinden uns hier auf der Landstraße 163 zwischen Weilerswist und Weilerswist-Metternich. Hier hat es um kurz nach 0 Uhr einen Verkehrsunfall mit Personenschaden gegeben. Es sind zwei junge Männer verstorben. Ja, können Sie schon was zu dem Unfallhergang sagen? Ja, das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen, ist, dass ein PKW von Metternich in Richtung Weilerswist fuhr und zwei Personen, die sich nach unseren Erkenntnissen auf der Straße befanden, erfasst hat. Ja, kann man was sagen, warum haben sich diese Personen auf der Straße befunden oder von wo kamen die? Ja, wir gehen davon aus, dass das Teilnehmer einer Karnevalsparty waren, die mutmaßlich auf dem Weg nach Hause waren und sind dann eben auf der Straße gegangen und dort von dem PKW erfasst worden. Eine Person war dann direkt tot und die andere ist dann später im Krankenhaus verstorben. Einer der beiden jungen Männer ist sofort an der Unfallstelle verstorben. Die zweite Person ist noch ins Krankenhaus gekommen und ist dort verstorben. Genau, wie sieht es mit den Unfallfahrzeugen aus, mit den Insassen und mit möglichen Zeugen? Ja, wir hatten insgesamt mindestens 4 Personen, die hier einen Schock erlitten haben. Es gab noch eine größere Anzahl von Personen, die sich ebenfalls zu Fuß auf einem tiefer gelegenen Fahrradweg befand, die ebenfalls auf dem Nachhauseweg waren. Da war also eine ganz große Anzahl von Personen, die Zeuge dieses Unfalls waren, die auch Ersthelfer waren. Der Rettungsdienst hat sich um diese Personen gekümmert. Wir haben den Kriseninterventionsdienst des Deutschen Roten Kreuzes alarmiert. Man kümmert sich jetzt um die unfallbeteiligten Zeugen, die Helfer, wie natürlich auch die Angehörigen der verstorbenen Personen. Ja, was sind jetzt hier vor Ort die Maßnahmen der Polizei und das THW ist ja auch vor Ort? Ja, uns interessiert natürlich jetzt, wie ist es zu diesem Unfall gekommen. Dafür haben wir ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt. Das THW ist hier vor Ort, leuchtet die Unfallstelle aus. Die Landstraße ist nicht beleuchtet. Wir sichern jetzt alle Spuren, um diesen Unfall zu rekonstruieren. Und suchen Sie eventuell noch Zeugen, die was gesehen haben könnten? Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir haben eine größere Anzahl von Zeugen, die eben aus dieser Gruppe stammen, aber auch eine PKW-Fahrerin, die unmittelbar hinter dem Fahrzeug fuhr und eben auch Zeuge war.